Hallo, ich bin Daniel von Tablet.de hier mit dem Sony Xperia T Testbericht und in diesem Video werde ich euch zeigen, was das Xperia T überhaupt kann und ob es sich lohnt, das James Bond Smartphone zu kaufen. Zunächst gehen wir einmal um das Gerät herum und ich zeige euch mal ganz kurz die groben äußeren Eigenschaften und wie es sich überhaupt anfühlt. Wir haben hier vorne ein 4,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Dazu komme ich noch gleich. Hier oben noch eine Frontkamera für Videochats etc. Eine kurze kleine Ohrmuschel. Hier der Xperia-Schriftzug. Hier kann man das Gerät laden und natürlich mit dem Computer synchronisieren, um Daten auszutauschen. Ansonsten hier der Kopfhörerausgang natürlich für den Musikgenuss. Und hier hinten, das ist meiner Meinung nach das Highlight dieses Smartphones. Es ist die 13-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Dazu komme ich auch nochmal, denn die Bilder sind wirklich sehr, sehr schön. Hinter dieser Klappe verbirgt sich zum einen ein Micro-SD-Kartenanschluss, um den Speicher zu erweitern. Wir haben hier 16 GB Speicher eingebaut und dieser kann um weitere 64 GB erweitert werden. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Und hier kommt die Micro-SIM-Karte rein. Hier haben wir die üblichen Tasten An- und Ausschalter, die Lautstärkeregelung und das hier ist die Kamerataste, denn man kann, auch wenn das Smartphone aus ist, diese betätigen, kurz drücken und man sieht, die Kamera wird sofort gestartet. Man kann schon ein erstes Bild nehmen. Wir sind einmal um das Gerät herumgegangen. Wie fühlt es sich in der Hand an? Es ist nicht besonders groß mit 4,5 Zoll, denn der Samsung Galaxy S3 bietet zum Beispiel schon 4,8 Zoll. Also es ist noch sehr handlich und man kommt auch mit dem Daumen sehr, sehr gut hier ran. Zumindest ich mit meinen recht großen Händen. Menschen mit kleineren Händen werden da schon Schwierigkeiten haben, aber ich denke, 4,5 Zoll ist da schon eine recht optimale Größe. Vorne haben wir hier Gorilla Glas, das heißt, es ist besonders kratzerresistent und es wird auch von Werk aus eine Folie hier aufgebracht, die man aber auch nicht wirklich sieht, weil sie so gut aufgebracht ist. Hier sieht man es vielleicht, dass man das wirklich nicht erkennt, dass da eine Folie drauf ist. Finde ich super persönlich, gefällt mir sehr gut. Hinten haben wir Kunststoff. Dieser besteht entweder aus schwarzem, silbernem oder weißem Kunststoff. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Es ist ein matter Kunststoff, dadurch rutscht das Handy nicht hin und her und es fühlt sich in der Hand wirklich sehr, sehr hochwertig an. Es klappert nichts, es wackelt nichts, die Verarbeitung stimmt. Ihr habt hier Android 4.0 vorinstalliert. Es wird derzeit ein Update auf Android 4.1 Jelly Bean ausgeliefert. Das heißt, ihr habt bald die allerneueste Android-Version hier auf diesem Smartphone. Ansonsten, Android bietet natürlich gewisse Vorteile. Zum Beispiel kann man hier viele Apps vorinstallieren durch den Google Play Store. Und nicht nur Apps, sondern auch Musik, Bücher und Videos kann man, beziehungsweise Filme kann man dort kaufen. Beliebte Apps sind zum Beispiel WhatsApp und Twitter, kennt ihr wahrscheinlich schon. Und natürlich Facebook. Da hat man dann sofort Zugriff auf Facebook, kann dann Bilder teilen, hier kurz chatten und Twitter, ja klar. Ansonsten, was kann das Xperia T besonders gut und was gefällt mir am besten? Ich habe ja mit der Kamera schon angefangen. Die macht wirklich sehr, sehr klasse Bilder und die sind auch wirklich schnell. Ich nehme einfach mal hier den LG USB-Stick als Motiv und da seht ihr es. Sie fokussiert sehr, sehr schnell und schon ist das Bild geschossen und ich kann das nächste schießen. Man sieht, sie ist wirklich sehr, sehr schnell und diese Makroaufnahmen natürlich super beleuchtet durch zwei Softboxen, aber es funktioniert wirklich sehr gut. Die Bilder sind rauscharm und mit 13 Megapixeln kann man die Bilder auch als Poster drucken lassen. Das ist alles kein Problem. Hier Makroaufnahmen funktionieren damit echt gut. Ich zeige euch mal am besten ein paar Bilder, die ich mit dieser Kamera geschossen habe. Hier zum Beispiel ein Bild von ein paar Android Männchen. Dann haben wir hier das W-Hotel. Man sieht, das ist in Barcelona. Man sieht auch im Dunkeln funktioniert die Kamera wirklich gut. Nicht so gut wie beim Topmodell von Nokia, dem Lumia 29,
Aber für den Preis ist es mit die beste Kamera, die ihr bekommen könnt. Apropos Makroaufnahmen, man sieht hier super ausgeleuchtet. Die Bilder sind sehr, sehr scharf hier von einer Cola-Dose. Ansonsten gehen wir nochmal weiter und schauen uns mal hier auch. Es war recht dunkel in diesem Saal und trotz Gegenlicht konnte man doch schon einiges erkennen. Ja, ansonsten, was geht immer gut? Ich denke mal, Essen geht immer gut. Hier mal ein bisschen Schinken. Ich war in Barcelona auf dem Mobile World Congress, da wurde überall Schinken ja, serviert und man sieht, die Farben stimmen. Es ist einfach ein schönes Bild, was man auch gleich teilen kann. Videos gehen damit natürlich auch mit Full HD Auflösung, das heißt auch am Fernseher sehen sie wirklich sehr gut aus. Und Sony ist ja für den Walkman bekannt, den kennen sicherlich noch einige. Und deswegen liefert man auch eine Walkman-App mit, das ist der Musikplayer. Und man sieht, sie ist sehr, sehr schön gehalten und man sieht auch, das Smartphone ist richtig schnell. Alle Animationen sind flüssig. Man kann hier auf das Album klicken, das Ganze hier als Favorit hinzufügen und wir spielen das mal kurz ab und testen mal die Lautsprecher. Also der Lautsprecher ist recht laut. Nicht zu laut und von der Qualität sicherlich nicht der beste, aber es geht völlig in Ordnung. Man hört das Handy in der Tasche klingeln und für ein bisschen mehr, ja, da steckt man sich die Kopfhörer rein. Die mitgelieferten sind durchaus akzeptabel, sind In-Ear-Kopfhörer, das heißt, ihr müsst sie in euren Ohrkanal stecken, aber das funktioniert wirklich gut. Sie fallen nicht raus und es werden unterschiedliche Größen für unterschiedliche Ohren mitgeliefert. Der Akku hält mit ja, einem knappen Tag zwar nicht besonders gut, aber wenn ihr das nicht zu so häufig benutzt, ist es völlig okay. Dann ladet ihr es einmal am Abend und das war's. Das reicht. Kommen wir nun zum Fazit. Lohnt es sich, das Sony Xperia T zu kaufen? Wenn ihr eine super Kamera wollt, für wenig Geld ist das Smartphone, was ihr holen solltet, denn ich finde die Kamera einfach phänomenal mit 13 Megapixeln, einem starken LED-Blitz und einem super schönen Sensor, der wirklich scharfe und auch im Dunkeln sehr gute Bilder macht. Mit Android habt ihr die Möglichkeit, hier Apps zu installieren. Das Gerät ist schnell. Ja, preislich liegen wir da bei etwa 350 € und damit ist es völlig in Ordnung. Ein Galaxy S3 kostet ein bisschen mehr, so um die 50, 70 € und hier bekommt ihr die deutlich bessere Kamera, ein schönes System. Insgesamt ein sehr, sehr schönes Smartphone, was ich wirklich nur empfehlen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert den Channel. Ich bin Daniel von tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.